Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harveys neue Augen, wo wir uns zurzeit in der Fantasy-Rollenspielwelt von Hot Mortigor befinden. Oder irgendwie sowas in der Art. Und den geheimnisvollen Fremden aufhalten müssen, der mit ziemlicher Sicherheit die siebte der Harvey-Blockaden darstellt. Du sollst nicht wütend werden. Und ich wollte jetzt mal in die Koboldklamm gucken, bevor wir uns um Sir Drogalord kümmern. Sieh an. Hi. Ist das etwa die legendäre Streitmacht Hot Mortigor? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Speer haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lillegrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. So, ich vermute mal, die Kugel ist für das Sicherheitsventil. Gut. Die Kugel steckte. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Gut, dann die Holzscheite noch dazu. Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogalord? Drogel, welcher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Okay. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Dann übernehmen wir... Warum so aufgeregt, Lillegrim? Hast du etwa irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Psst. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Aber der Wanderer macht mit den Kobolden gemeinsame Sache. Das haben wir doch gerade erfahren. Der war doch beim Koboldkönig auch schon und hat ihm gesagt, er soll abwarten und Tee trinken. Dieser Wanderer, dieser düstere Begleiter, dieser dunkle Wanderer, Trademark, hält uns alle unter seiner Kontrolle. Puh. Bist du etwa auch so müde wie ich? Die Augen werden immer kleiner. Das ist, glaube ich, wir haben ihn gleich. Yes. So, und jetzt. Aber, warum denn so aufgeregt? Ach, lass mich raten. Du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Freust du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf gefunden habe? Tja, aber was willst du dagegen unternehmen? Deine Freunde habe ich längst um den Finger gewickelt. Und solange niemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Ich denk ja nicht dran.
Auf geht's. Du versuchst also, das Ventil mit dem viel zu großen Holzscheit zu verstopfen. Mach mal einen Wurf auf Geschicklichkeit. Nein, eigentlich wollte ich den Holzscheit ins Feuer legen. Nein. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kill, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Krachbumpeng. Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hoth, Mutigur, Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly. Arme, törichte Lilly. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ups. Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Das sind die ganzen Toten aus dem ersten Kapitel. Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Ich glaube, ich habe Lilly kaputt gemacht. Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? So, wir können jetzt wütend werden. Ich weiß noch nicht genau, was uns das bringen soll.
da ich keine Ahnung habe, was wir in der Anstalt noch machen könnten. Wir haben ja in der Fantasiewelt gerade einiges verändert mit dem Staudamm und alles, ne? Das möchte ich mir nochmal angucken. Ah, ja, wunderbar. Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Die Tür war fest verschlossen. Das ist doch das Gittertor, hinter dem sich das Phantom befindet, ne? Wo wir davon ausgehen, dass Edna dahinter ist, oder? Das heißt, da müssen wir durch. Die Tür war fest verschlossen. Da müssen wir irgendwie durch. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. So, kann man den Pfeil vielleicht als Pfeile benutzen? Oh Gott. Oh Gott, habe ich das eingestellt? Oder? Lilly freute sich immer, wenn er. Ja, ja. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Das heißt, wir brauchen mehr Geschicklichkeit. Und daher würde ich sagen, wir gucken nochmal zu den Rollenspielern. Weil was soll man an den anderen Orten? Da sind wir fertig. Denke ich. So, aber hier können wir im Gespräch vielleicht noch was erreichen. Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz Hoth Mortigor steht in deiner Schuld. Roggelbecher? Das hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal wieder mit uns spielen. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Oh. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Etwas hielt sie zurück. Ich hatte mich noch nicht umgestellt. So, wir dürfen wieder wütend werden. Alter! Wow. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Danke. Also haben wir jetzt einen geschickten Charakter mit der Fähigkeit Schlösser knacken. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. So, da reicht das schon, dass ich den nur hier im Inventar habe? Mal probieren, ne? Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Yes! Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ja. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Aber wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst?
Da ist ja auch noch irgendwo das Fahrhand. Wo ist das? Ui. Das Phantom muss ja hier auch noch irgendwo sein, ne? Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Die Tür war fest verschlossen. Natürlich war sie das. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Wie hieß der? Alfred? Albert? Irgendwie sowas? Alfred. Ah, ja, genau. So, was haben wir hier hinten noch? Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren, aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Ja, verwandelt sie sich in einen gigantischen Affen, der dann Berserker läuft und ganze Schlösser zertrümmert? Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Ja, jetzt habe ich das Schild abgenommen. Jetzt darf ich da wohl stören, das oder? Das musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören. Die Tür war fest verschlossen. Dann bleibt ja nur noch der Abstellraum, nicht wahr? Oh weh, oh weh, oh wei. Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. So, Spiegel ist mein. Ach, da war der Haken. Den Haken irgendwas machen. Zum Beispiel Alfreds Porträt da aufhängen, aber das versuche ich erst später. Erstmal gucken wir uns hier weiter um. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Oh oh oh. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. Ich weiß auch noch nicht, was wir mit der Bowlingkugel machen, aber ich glaube, es geht voran. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte mit den Termiten. Freeman. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Aber wenn sie sich jetzt dran erinnert, was sie ihren ganzen Mitschülern angetan hat, wieso macht sie immer noch genauso weiter wie vorher? Oder verschiebt sich ihr Charakter jetzt und sie wird zu so einem richtigen kleinen eiskalten Psychopathen und wird dann die nächste Honey Lecter oder sowas. Oder ist das Phantom? Das Phantom sah bedrückt aus, aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Ach, das kriegen wir hin. Mein Freund, das kriegen wir hin. Dann hängen wir einfach das Bild von Alfred hier auf. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte.
Noch wollte Lilly ihre Geisterkarriere nicht an den Nagel hängen. Hirtno. Ich liebe dieses Spiel. Da half auch kein Abdecken. Lilly hatte den Jungen gesehen und musste damit leben. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Wenn etwas fehlt bei dem Porträt. Vielleicht über den Spiegel, wegen dem Licht. Das Porträt aber. Jetzt bräuchte ich nur hier noch ein Loch, ne? Dass das Licht da irgendwie einfallen kann. Mürzog, ne? Ja. Sehr schön. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknopf. Der sonst so neunmal kluge Stoffhase gab keinen Mucks von sich. Ob er beleidigt war? Wir können den nicht mal benutzen, um jetzt hier die Realitäten zu wechseln. Das ist natürlich doof. So, ich komme hier auch nicht wieder raus, ne? Das heißt, ich habe eine relativ übersichtliche Anzahl an Sachen, mit denen man eventuell irgendwas machen kann. Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken einfach nur schlaff herunterhängen. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. No. Das Porträt des Hess... Aber... Irgendetwas fehlte. Warum? Das Porträt des aber... Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen und dabei ein Loch in die Tür genagt. Ja, natürlich. Ach, die ich habe die Termiten komplett vergessen. So. Hier, da. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja. Ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Ja, ich nehme dann mal den Schlüsselbund, ne? Endlich konnte sich Ruben von seinem Bruder verabschieden. Wie herzergreifend.
Du verdammte Kotzkröte! Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich dir jetzt den Hals umdrehen! Lilly hielt es für besser, das Phantom nicht zu stören. Es sollte sich in Ruhe von seinem Bruder verabschieden. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Das ist übrigens ziemlich genau das, was ich hier erwartet habe jetzt. Okay, kann ich mit dem Schlüsselbund jetzt erstmal ins Büro? Lilly wollte ganz vorsichtig sein. Verdammt, scheinbar steckte ein Schlüssel von der anderen Seite. Das ist natürlich ungünstig. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Edna, ja? Wir haben einen Schlüsselbund. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Was ist das denn hier? Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh, hallo Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier, mitten in der Nacht? Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignorier sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Dieses Monster. Okay, da müssen wir was gegen unternehmen. Lilly saß in der Falle. Unbedingt. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Meine Güte. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Ja, Edna, sag mal, was ist denn hier vorgefallen? Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Warte, ich muss spitze Gegenstände verwenden dürfen. Dann nehmen wir nämlich die Nadel mit. Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen ihrer Matratze und holte sie nur nachts heraus, wenn alle anderen schliefen. So, kann man damit hier die Naht auftrennen? Das war bereits genäht. Oh, nee, gut, okay. Dann was anderes. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Sind das Harveys neue Augen? Nein, es sind Harveys alte Augen. Ach, geil. Ah, bevor ich die benutze... Wollen wir hier noch weiter umsehen? Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Alter. Wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht.
Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. So. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Ja, die Nadel. Lilly kam. Sie wusste, aber vielleicht allerdings. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Lass sie lieber dich benutzen. Ich darf spitze Gegenstände benutzen. Lilly kann sie aber für allerdings. Okay, dann vielleicht so. Woogie. Was? Woogie. Was? Was? Eindringlingsalarm, Fremdkörper gesichtet. Lilly, was tust du hier? Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet, Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lilly da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie alle ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Okay. Das wirkt gerade ehrlich gesagt ziemlich cool. Da freue ich mich so richtig drauf. Das wird interessant. In der nächsten Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.